Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison ist die Euphorie groß. Und ein weiterer Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre es ein großartiger Auftakt. Genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Reus. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Bender. Sind sie schlicht im Weg. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Gerrard. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Der Ball ist eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Und er versucht es mit dem Kopf. Den hat er augenscheinlich nicht richtig getroffen. Zumindest nicht so wie geplant. Er kann den Kopfball nicht platzieren. Die Chance ist fatal. Abgefälschter Ball und im Aus. Subotic. Kehl. Gündogan. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Glenn Johnson. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Schuss und... Ups, den verzieht er aber. Ja, aber das stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Kehl. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Der Ball ist frei. Achtung, jetzt! Da rettet der Pfosten. Und diese Flanke... Und er trifft! Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Die verstehen sich blind. Was für eine Grätsche! Marco Reus. Klar, das war ein Vorteil, das Spiel. Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden.
Und das Tempo soll hochgehalten werden. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Der könnte passen. Da sind wir denn hier im Rugby. Der geht wirklich ein paar Meter über die Querlatte. Dahinter und der Torwart, er ist da. Gerard ist jetzt frei. Marco Reus. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Glenn Johnson. Lojikowski bewegt den Ball. Schmelzer. Gündogan. Die Situation wurde geklärt. Lojikowski bewegt den Ball. Lojikowski. Toller Pass. Müsste abseits sein, ja. Ich doch mal gerne die 100 Meter Zeit wissen. Wie schnell denn? Definitiv zu schnell. Marco Reus! Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist noch wirklich nichts draus geworden. Achtung! Was für eine klasse Tat. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, dann ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt zieht er ab! Der Ball war im Aus. Ja, ja, ja. Schiedsrichter entscheidet sofort. Ecke für den FC Liverpool. Gretel! Ja, sie lagen hinten. Aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich! Jetzt kommt die Aufzeichnung dieses Treffers. Perfekt aufgelegt mit dieser Ecke. So machen Standards Spaß. Subotic. Kiel. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Er hält ihn fest, er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Marco Reus. Lojikowski. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Geht er rein? Der Abwehr ganz sicher. Ich glaube, da können beide Mannschaften gut mitleben. 1:1 der Pausenstand. War das jetzt ein gutes Fußballspiel oder ein schlechtes Fußballspiel? Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Ich wollte es gerade sagen, Manni, so lala, da kann schon noch mehr kommen. Da haben wir schon eine Menge gesehen in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es hört mich auf. Ich bin guter Dinge, Manni, die sind beide nach vorne offensiv ausgerichtet. Reus. Lojikowski. Und Achtung, der könnte passen. Klasse reingegeben. Wird das was? Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für sie ausgerechnet. Skrittl. Glenn Johnson.
Rückpass zum eigenen Torhüter. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. So, da bin ich mir sicher, gibt es ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Ja, das gibt einen Eckball. Hummels. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Das Spiel ohne Ball klappt. Schmelzer. Jetzt müsste er angespielt werden. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Die Flanke kommt gut. Gündogan. Kehl. Das sah nicht ungefährlich aus. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Bender. Piszczek. Klar, das war ein Vorteil. Das Spiel läuft weiter. Liverpool am Ball. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Reus. Steven Gerrard kämpft um den Ball. Das muss es sein! Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten. Sofort abgezogen und jetzt ist es soweit. Sie sind vorne. Da passt das Bild. Der Ball erlief wie am Schnürchen. Ja, das ist absolutes Teamwork, Manni. Da zwei, drei Stationen. Wunderbar. Herrlicher Treffer. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Das bedeutet Rückstand für den FC Liverpool. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Gündogan. Ja, da hilft ein Mannschaft. Jetzt zieht er ab! Ein Ball, der unbedingt drin sein musste. Ja, also ich glaube, den hätte Manni Breukmann gemacht. Lajikowski bewegt den Ball. Schmelzer. Abgefälschter Ball und im Aus. Steven Gerrard am Ball. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Lajikowski bewegt den Ball. Herrliche Flanke. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Läuft der Ball immer am Fuß, aber irgendwann muss er doch abspielen. Gündogan. Liverpool kriegt die Kugel. Schmelzer. Kehl. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Glenn Johnson. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Das war schwach gemacht, es gibt Einwurf. Krüttel. Funktioniert. Gerrard.
Glenn Johnson. Balleroberung im Mittelfeld. Schmelzer. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Und jetzt! Und mit einem weiteren Treffer. Können Sie das Spiel jetzt entscheiden? Es dauert nicht mehr lange, das Spiel. Sie führen und bringen was? Neuen Verteidiger natürlich. Ja, welch große Überraschung, Manni, aber es ist verständlich. Das wollen Sie sich nicht mehr nehmen lassen und das wird eine pure Abwehrschlacht. Die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Nein, der Pass kommt nicht an. Da haben sie hinten in der Abwehr gut aufgepasst. Glenn Johnson. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Knapp gewonnen sind auch 3 Punkte. Schlussresultat 2:1. Da schnalzt der Taktiker mit der Zunge. Ich kann es ja gar nicht mehr hören. Ich will ein solches Spiel sehen. Immer offensiv, immer drauf. Unterschreibe ich sofort, unterschreibe ich sofort. Macht weiter, Jungs, macht weiter. Wir wollen mehr.